Also jetzt werde ich euch erklären, wie das schriftlich Rechnen geht. Also beginnen wir zuerst mit Plus. Und mit Plus sollte man addieren. Und also machen wir 8 plus 6 ist 14. Dann werde ich da eine 4 schreiben. Dann würde ich da 1 schreiben. Dann machen wir 6 plus 1 ist 7, plus 4 ist 11. Also schreibe ich da eine 1 und da auch eine. Dann machen wir 7 plus 1 ist 8, plus 5 ist 13. Und dann werde ich da auch eine 1 schreiben. Und dann mache ich jetzt 4 plus 1 ist 5. Plus 0 bleibt 5. Und da werde ich nur 2 plus 1 machen. Und das ist 3. Und dann, wenn wir fertig sind, machen wir da 2 Linien. Also jetzt gehen wir bei Minus und da werden wir subtrahieren. Also machen wir, ihr könnt auch mit Finger helfen. Also 5 minus 3 ist 2. Dann 4 minus 4 ist 0. Dann 6 minus 5 ist 1, 8 minus 7 1 und dann 7 minus 3 ist 4. Und dann, wie beim Plus, machen wir da 2 Striche. Also jetzt werden wir mit dem Mal weitergehen und jetzt multiplizieren wir das. Und also ich habe schon die Tabelle gemacht. Wir machen so. Da machen wir mal. Da werden wir schreiben, das ist 689 und wir werden da 600 schreiben. Da unten werden wir 80 schreiben und da 9. Da oben müssen wir nur diese hier machen. Also werden wir 50 und 4 schreiben. Und dann rechnen wir 600 mal 50 ist 30.000. Und dann machen wir 80 mal 50 ist 4.000. Und 50 mal 9 ist 450. Dann machen wir mit 4 weiter und machen wir 600 mal 4 ist 2400. Dann 80 mal 4 ist 320. Und dann 9 mal 4 ist 36. Dann werden wir das plus das und dann werden wir das da schreiben. Also 30.000 plus 2.400 ist. Dann machen wir 4.000 plus 320 ist 4.320. Und dann 450 plus 36 ist 486. Und dann werden wir alles zusammenrechnen. Also 0 plus 0 plus 6 und so weiter. Und dann wird das so sein. Und dann
deze hier is die de laatste nummer en dan werden we dat daar schrijven. Also jetzt gehen wir mit dem Getaltuch weiter. Also müssen wir dividieren und also wenn ihr eine kleine Nummer habt, ist es einfacher, weil man weiß die Reihe schon. Oder sonst, wenn es eine große Nummer ist, könnt ihr auf Seite die Reihe von dieser Nummer hier schreiben. Also jetzt werde ich da 15, 30, 60, 90, 105, 120, 135 und 150. Jetzt schauen wir, wo diese Nummer in die Reihe passen. Und also 15 ist die, also 1 wird die erste Nummer sein. Aber 1 geht nicht, also nehmen wir das, also nehmen wir Nummer 15. Und Nummer 15 passt in die Reihe nur einmal. Also werden wir 1 schreiben. Also wir werden diese Nummer hier nehmen. Dann werden wir da 0 schreiben, weil es passt genau. Und dann werden wir 60 runternehmen, weil dann ist die andere Nummer, das in die Reihe richtig passt. Und das geht 4. Und dann werden wir auch wieder 0 schreiben, weil es passt auch da genau. Und dann werden wir 75 runternehmen. Und es ist, es passt 5 mal. Man muss einfach zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ist da. Und dann wird es 0, wird das Rest sein.